Es war direkt hier dran und dort würde dann Kabel hinkommen. Schon wieder diese Feuersteine. Da zerlegt es mir gerade den ganzen Balkon. Ich sollte mir das wirklich mal anschauen. Ich bin mal 10 Minuten. Ach ja, das ist guter, reiner Sauerstoff da draußen. So lobe ich mir das. So hätte ich es immer gerne. Gut, wo war ich stehen geblieben? Erstmal hier die Dinger einsammeln. Naja, eigentlich hätte ich lieber den Kabel. Ist da was? Die 11 Blumen hier. Die setzen wir jetzt einfach mal hier hin. Kann ich jetzt den Kabel haben? Danke. So. Das mit den Übergießen, das machen wir dann gleich. Weil ich so die erste Ladung hier gelegt habe. Sobald wir wieder Platz im Inventar haben, auf Deutsch. Also gar nicht. Ach, Cleanstone-Platten, dafür habe ich jetzt auch keinen Platz mehr. Das wird auch hier nicht weniger im Inventar, habe ich so das Gefühl. Ich werfe jetzt einfach mal 2 Stacks Kies hier, 3 Stacks von mir aus weg. Patsch! Wieder ein Absturz. Was ist denn heute wieder los hier? Habe ich die noch weggekriegt? Ja. Gut. Nehmen wir das nämlich auch raus. Jetzt ja alle Zeit der Welt da schnell was reinzutun. Was machen wir hier? Hier würde ich dann sagen, machen wir eine Reihe grün dran, dann passt das schon. Ja, dann, wenn, dann will ich es auch überall einheitlich haben. Ja, ja, ist das zweite Mal, dass ich das hier komplett auseinanderreiß. Das wird hier problematisch. Hier muss nämlich dann ein Grün hin. Warum wird das problematisch? Ganz einfach. Ah nee, wir wollen es ja eh übergießen. Okay. Na dann, kann's laufen. Stimmt. Das wird gar nicht problematisch. Das hier könnte mir aber gerade Armaturen kaputt gemacht haben, die hier drunter liegen. Nee. So, blau, weiß. So. Danke sehr. Wenn wir das hier schon vernünftig machen, dann machen wir es auch richtig vernünftig. Diese blöden Löcher. Schon wieder.
Stack weg. So, weiß bis zum Ende. Dann beginnt hier blau. Und hier dementsprechend weiß. Ich bin gespannt, ob das Zeug reicht bis zum bitteren Ende. So, das Viertel hier lasse ich unangetastet. Da kommt... Ach nee, da kommt einfach nur hier ein Doppler hin. Hier genauso. Das hier wird jetzt noch mitgenommen. Bis da vorne hier, dann kann auch noch mitgenommen werden. Das mache ich überall Halbsteine hin, quäl mich da ab, das alles zu farmen am Clean. Dann nehme ich sie irgendwann wieder raus, weil irgendein neuer Rohstoff dort einfach farbiger und knalliger aussieht. Das ist Shit. Ich meine Minecraft. So. Das ist doch schon mal ein Anfang. Was machen wir hier mit dem Friedhof? Oder die Gedenkwand. Ist ja mehr eine Gedenkwand hier. Haben wir auch den Kies raus. Jetzt müssten wir hier natürlich gucken, welche Linie hat Vorfahrt. Die mittlere? Weil das die Hauptlinie ist oder die am Rand? Ja, ich würde sagen, die Antwort habe ich schon gegeben. Und du bist die Hauptlinie. Du hast Vorfahrt. Wir haben zwar nur noch wenig Tools, die wir hier dann wirklich aufhängen können, aber es kommen bestimmt hin und wieder mal welche hinzu. Jetzt habe ich alle meine Dinger weggelegt. Jetzt bräuchte ich sie. Ja, Mauern. Ah, ist ja auch noch eine Lücke. Blau. Gut, dann fehlt noch die Strecke, die hier hinten, die weiß ich noch nicht, ob die überhaupt weitergeführt wird. Die und die dort. Ja, dann können wir noch ein bisschen nachholen. Das machen wir jetzt einen Eimer mit Wasser. Meine Mauern. Die hätte ich dann auch ganz gerne. Ach ja.
Jetzt wird hier einiges kaputt gehen, das heißt, ich sollte auch ein bisschen Platz im Inventar machen. Ich hätte die Sachen doch hier lagern sollen, wo ich schon an der Kiste war. Hätte ich jetzt alles hier griffbereit liegen gehabt. Na, was soll's. So. Hier auch erstmal. Erstmal geht's um euch. So, jetzt geht natürlich einiges zu Bruch hier. Das ist klar. Hier repariere ich mal kurz. Achso, hier war noch. Ah, jetzt gewittert es. Schön. Ich mag Gewitter. Früher hatte ich mal Angst davor, so als Kind. Jetzt nicht unbedingt als kleines Kind, auch noch so als Teenie, so mit 16. Aber irgendwann ist dann wirklich die Faszination der Angst gewichen. So ein Gewitter ist ja was Tolles. Gleich wieder dran machen. So viel geht jetzt gerade gar nicht zu Bruch. Und es kommt noch. Hier die ganze Wiese wird weggespült, zum Beispiel. Das ist ja nichts, was man nicht reparieren kann. Seht ihr? Die Fackeln. War mir eh ein bisschen zu viel Gestrüpp, also von daher ist es okay. Aus dem alten Unkraut hatten als Dekoobjekt sind wir raus. Inzwischen gibt es da einiges mehr. Wieso habe ich dort zwei dran gemacht, obwohl mittig nur eine wäre? Da ist zwei richtig. Hier auch. Ist mir das nie aufgefallen, dass das ungerade ist. So, ihr seid noch dran. Nö, ihr brauchtet auch nie dran sein. Und jetzt haben wir hier natürlich die kleinen Blumen, die kann man hier schön hinlegen. Natürlich kann man auch noch ein bisschen wieder das Unkraut wachsen lassen. Wir machen hier ja nichts mehr. Das heißt, da wir keine Tools mehr dazu kriegen, kümmert sich natürlich auch keiner mehr um den Toolfriedhof. Und hier ist alles etwas verwildert, hochgewachsen. Gerade erst gepflanzt und schon müssen sie wieder weichen. Hier geht jetzt viel kaputt. Hier besonders. Oh. Doch nicht. Ja, so geht's auch. Haben wir nun wirklich nicht nötig, deine Fackel auf den Boden zu stellen. So. Das haben wir. Jetzt
Jetzt habe ich die Dinger mitgenommen. Da machen wir hier nämlich so kleine Abteilungen rein. Da sehen dann auch die Blumen viel besser aus, als wenn wir sie... Oh, heute ist wieder so ein Tag, den kann man vergessen. Naja, machen wir das Beste draus. Ich möchte ja zumindest noch den Boden einigermaßen hinkriegen. Treppen. Das ist halt auch noch mal raus. Müssen wir uns nächstes Mal nur noch um den Klotz hier kümmern. Dann haben wir es einigermaßen aufgehübscht. Was so gerade eben im Rahmen unserer Fähigkeiten ist, was ich jetzt auch noch machen werde. Das ist, dass ich hier die... Nee, das sieht nicht aus. Dann darf das hier gerne bleiben. Müssen wir uns erstmal einen Nachschub holen. So, der Nachschub ist jetzt ein bisschen weit weg. Und es ist durch Zufall auch mal wieder Nacht. Und es macht jetzt auch keine Anstalten, heller zu werden. So. Oh, jetzt ist hier schon einiges, aber auf der Fläche noch gar nichts. Hellblau und weiß. Hier sind die auch alle voll. Ja. Zumindest wenn man den hier nimmt. 1, 2, 3, 4. Das sollte dann aber auch reichen. Diese Blöcke sind auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Vor allem, weil es wirklich mal Farbe im Spiel bringt. Also man hätte ja bisher Wolle nehmen können und Lehm. Aber Lehm, sie hat schon wieder so, ich sag mal, dreckige Farben. Das ist jetzt für Lehm nicht schlecht. Also Lehm an sich ist schon von der Farbe her so. Ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass die Lehm-Texturen scheiße sind. Nur die Farben sind halt, das sind keine reinen Farben, es sind dreckige Farben. Und hier haben wir jetzt wirklich mal reine, saubere Farben. Solide Blöcke, keine Wolle. Prima. Also macht auf jeden Fall Spaß. Ja genau, jetzt nehmen wir den riesen Umweg. Einmal um den Park herum. Irgendwo war doch noch ein Eingang. Ah, perfekt.
Und hier ging's auch irgendwo auf die Mauer, das weiß ich. Oder? So, ja, guck mal, das hier oben, das sieht doch schon gleich ganz anders aus. Wenn man hier so ankommt. So, dann holen wir uns noch schnell die Treppen. Machen das mal hier so ein bisschen weiter. Mal alles so einsammeln. Hat sich jetzt mein Tablet gemeldet, auch noch eine Gewitterwarnung. Ach wirklich, Tablet, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt gewittert. Ich habe den Donner gerade schon gehört und jetzt meldest du dich zu Wort? Ein bisschen spät, oder? Warst auch mal schneller. Vielleicht muss ich dich doch durch einen S3 ersetzen. Bitte nicht. Na gut, wenn du so lieb fragst, bleibst du noch. Nee, dieses Jahr habe ich mir nur Switch gekauft. Das war's mit größeren Ausgaben. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein neuer Rechner sein. Der ist dann ja auch schon 6 Jahre alt. So. So. Wir kommen von hier. Dann haben wir das hier auch schon. Der Kuhstall darf von mir aus erstmal noch bleiben. Ist ja auch ganz nützlich an der Stelle. Das muss man ja auch mal so sehen. Hier gewinnt die größere Straße. Zack, 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 zack. Zack und zack. Dann betonieren wir das Ganze mal. Pass ich mal auf, damit mir die Kerze da unter dem Ding nicht kaputt geht, die würde ich gerne nämlich behalten. Fertig. Der Bambus nicht weggespült wird. Ich meine, früher wurde der weggespült. Zumindest kann ich mich noch daran erinnern, dass ich so Bambusfelder geerntet habe. Ui, das wird jetzt ein Spaß. Ah, du kannst bleiben. So, damit wir das auch gut hinkriegen. Muss ich das Mannequin nicht entfernen. Steht hier auch schon eine ganze Zeit lang darum. Hat gar kein Gesicht. Ach ja, stimmt, die Kürbisse hier haben gar kein Gesicht. Ja, das können wir aber ändern. Ist ja traurig, wenn es im Texture Pack kein Gesicht hat. Aber jetzt lassen wir ihn im Licht aufgehen. Bling. Und da guckt er... Oh Gott, nee, ganz ehrlich, ohne Gesicht sahst du besser aus. Sorry, Alter. Dieses Gesicht, das kann auch nur eine... Nein, das kann nicht mal eine Mutter schön finden. So, dann hier. Und ich glaube, oben noch ein Stück. Nee. So wird das was.
Oh, hier unten hat sie jetzt auf jeden Fall Arbeit erspart. So. Und wieder ein Absturz. Ach. So, ich habe mal ein paar Einstellungen vorgenommen. Vielleicht klappt es jetzt ja besser. Oder gar nicht mehr. Ja. Sieht alles noch genauso aus. Das ist wichtig. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Hier waren wir so weit durch. Hier noch nicht. Stabile 60 FPS und das Spiel bricht. Ich verstehe es nicht. Genug Arbeitsspeicher ist da, genug CPU ist da. Alles auch mal durchgetestet, da ist nichts kaputt. Also wie gesagt, ich verstehe es nicht. Normal müsste das Ding schnurren wie ein Kätzchen. Gut, jetzt das Ding hier. Theoretisch haben wir noch so viel Weiß und Blau über. Da könnten wir das auch noch in Weiß und Blau machen bis oben. Ziehen dann oben das Ding weg. Patsch. Jetzt probiere ich es noch einmal. So, jetzt habe ich Optifine runtergeworfen. Vielleicht klappt das ja. Alles Dreck. So, da sind wir wieder. Das sah vorher alles eindeutig besser aus. Naja, aber besser es funktioniert, als wenn es gut aussieht. Wie machen wir das hier? Ah. Sagen immer 3, dann wechseln wir. Ich hoffe, das reicht wirklich. Das ist Mist hier. Ist sowieso Mist, das können wir einmal komplett abbauen hier. Das sieht aber auch ziemlich doof aus. Na gut, das ist trocken. Ist dann noch mal was anderes. So ganz offen und ehrlich gesagt, ich habe noch keine Ahnung, was daraus wirklich werden soll. So, dann schauen wir erstmal, dass wir das fertig kriegen. Ist auf jeden Fall besser, als wenn wir jetzt Linien gemacht hätten. So setzt sich das doch ja ein bisschen davon ab. Ja. Nein. Draufsetzen. Oh, jetzt habe ich.
Da kommt Kabel drunter. Ja. Ja. Wird Zeit, dass ich aufhöre. Mache jetzt nur noch Käse. So, das heißt, es fehlen noch drei weiße. Zwei. So. Aber ab da, denn hier kommt, wie gesagt, Kabel hin. Das heißt, 1, 2, 3 und am Ende ein weißer. Zäune wieder drauf pappen. Das lassen wir auch so lose. Also lose im Sinne von nicht gebrannt. Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. So. Gucken wir mal, was wir noch in unserer Kiste haben. Das ist schon mal gut. Das ist auch gut. Hier so nackt aus einfach. In unserer Kiste Ender Chest haben wir ja auch noch Zäune drin. Ist jetzt das Schöne, wenn wir hier bauen. Das Lager ist ausnahmsweise mal direkt um die Ecke. Mal einen kürzer. Gibt das auch ein stimmiges Gesamtbild. So, hier lasse ich offen. Auf der anderen Seite lasse ich auch offen. Dann kommen wir da schon mal. Ein paar Blumen reinsetzen. Sieht besser aus, definitiv. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Ach. Ich wollte doch noch passend zum Gelb. So. Gut, um den Kuhstall kümmere ich mich als letztes. Der wird noch ein bisschen größer. Gut. Jetzt können wir mal ordentlich Rosen produzieren, denn das wird hier ein Rosenhügel. Ich mag die Rosen. Ja, hier auch schon. Dazwischen bleibt eine Reihe frei. Da kommen ein paar Fackeln hin. Ich brauche jetzt wirklich nur Rosen. Ich möchte diesen
Hügel in knallig roten Farben sehen. So. Und dann die beiden rein hier. So. Na, da oben fehlt noch eine. Jetzt sehe ich sofort dazwischen. Oder sie wird krumm gesetzt. Hier ist alles belegt. Na gut. Dann stehen die so blöd zueinander. So, hier kommt eine große Terrasse hin. So eine richtig schöne Sitzgelegenheit für die Anwohner. Oh, der steinige Boden dürfte vielleicht den einen oder anderen jetzt abschrecken. Aber das ist einfach dafür gedacht, dass man auch vielleicht, wenn es gerade mal kein wirklich schönes Wetter ist, da sitzen kann. Kommt jetzt nämlich noch ein großer Sonnenschirm drüber. Sofern ich... Ja, habe ich. Zack. 2, 3, 4, 5. Ja, wie will ich das denn jetzt von hier aus machen? Ah, hab ich Dreck? Dreck wäre mir lieber. Wenn ich sage, ein großer Sonnenschirm, dann meine ich auch einen großen. Der wird nämlich dann etwas größer als unsere normalen Sonnenschirme, die wir ja sonst so überall hinstellen. Aber das wird so nix. Warum wird das so nix? Weil ich erstmal ein paar Blöcke brauche. Oh, großes Kino. Hä? So. Ihr seid aber jetzt alle fertig. Ladung mache ich hier. Ich habe beide Farben. Das wird ab jetzt, hat dieses Viertel auch einen Namen, nämlich das blau-weiße Viertel. Finde ich, ist ein passender Name. Warum ich übrigens auf blau-weiß geblieben bin, das hat auch zum Teil mit dem Klo zu tun. Verdammt. Jetzt müsste ich das ja doch alles bewässern. Oh, komm. Dann bewässern wir es halt schnell. Na? Sollte ja auch nicht allzu lange dauern.
Die Texturen von Lithos sind nicht so schön glatt wie die Originalen. Scheiße, bitte nicht. So gerade eben noch. Ja, da drunten dran zu kommen, ist eine Scheißarbeit. Gut, dass wir hier nochmal sind. Das hätte ich nämlich jetzt vergessen. So. Ihr seid fertig. Nur noch also ihr. Auffällt. Hier haben wir Scheiße gebaut. So. Und jetzt kommt noch eine letzte Reihe darunter. Aber hier die Spitze. Die sollte besser auch in Weiß sein. Nur 6 Blöcke. Ich will jetzt auch nicht zu viel machen. Der sollte doch schon ein bisschen Schatten spenden, der Schirm. Nein, man könnte ihn jetzt noch eine Reihe größer machen, aber... Nee, ich lasse den jetzt erstmal so, sonst wird er nachher zu wuchtig. Was wir jetzt noch machen müssen... Wir müssen oben drauf eine Fackel stellen. Zwecks der Monsterfreiheit. Gut, ja, haben wir ja noch Blumen hier. So, gut beblümt hier oben. Da vorne vielleicht noch hier auch so ein kleines Beet hin. So, das hier können wir auch so lassen. Auch wenn wir da noch eine Fackel brauchen. Hier haben wir auch was getan. An sich sieht das alles jetzt schon ganz gut aus. Ja. Die restlichen Blumen kann man hier noch so ein bisschen verteilen. Vielleicht auch auf dem Friedhof. Hier am Rand vor allem. Dass das alles ein bisschen bunter aussieht. Der Kuhstall.
Dem habe ich noch einiges vor. Der soll nämlich ein Stück größer werden. Und wenn ich sage ein Stück, dann meine ich ein ganz schönes Stück. Denn die Kühe sollen hier durchaus den Platz nutzen können, der ihnen hier zur Verfügung steht. Jetzt passend mit dem Rest. Jetzt haben wir gleich erstmal einen Stall im Stall. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. Läuft der Stall hier einmal nämlich durch. Nee, wisst ihr was? Wir machen das anders. Dann haben sie hier die komplette Fläche, denn wir brauchen sie eh nicht. Dann gehen wir einfach die Crafting-Box nämlich weg. Da gehen wir hier lang. Dort kommt unser Tor hin. Oh, kommt, Leute. Oh, mal ganz offen und ehrlich. Tut das Not, dass ich euch jetzt alle schlachten muss? So. Und da ist natürlich doof für ein Zauntor. Seitdem ich jetzt Optifine wieder runter habe, scheint es wieder stabiler zu laufen. Irgendwas mit Optifine. Vielleicht habe ich da irgendwas auch verstellt oder versaut. Irgendwie in Einstellungen. Ich weiß es nicht. Muss das wirklich direkt am Rand laufen? Können wir nicht einen reinsetzen, wenigstens? Na gut, dann setzen wir es einen rein. Bleibt die Wand hier quasi identisch. Blöde Kühe. So. Wenn du hier. Ja, aber ist schon sinnvoll, es einen eindrücken zu lassen. Sieht das auch nicht ganz so beengt hier aus. Vorher war es zu frei, jetzt wird es zu beengt. Man muss immer einen guten Mittelweg versuchen zu finden. Meistens entsteht dieser, indem man langsam, aber sicher auslotet, wie man es tut. Kühe hier zu haben ist auf jeden Fall wichtig, weil wir hier immer unsere Verzauberung machen. Und so haben wir Leder und Papier direkt hier in der näheren Umgebung. Da können später noch Kürbisse drauf, das sieht dann um einiges besser aus, aber ich habe gerade keine dabei und bin gerade auch etwas bequem, wenn man so will. So. Ah, ihr nicht. Ich habe hier noch so einen Blickschutz. So.
ausdünnen. So. Dass wir dann noch 4 Stück haben. So. So, und jetzt vergleichen wir mal. Wir haben neuen Bodenbelag gemacht. Wir haben die Häuser etwas aufgehübscht, da oben den Garten gemacht, hier die Fläche neu einer neuen Verwendung zugeführt. Und allgemein betrachtet wertet das doch die Ecke hier unheimlich auf. So. Dreck kann man ja schon mal wegtun. Wieder was abgeschlossen, würde ich mal sagen. Auch weg. Versuch gerade so ein bisschen Platz zu machen. Die Crafting Box. Ja, was soll's? Die stellen wir hier hin. So. Ah, ist auch nicht direkt im Blickwinkel. Gut. Habe ich noch ein bisschen? Nein, habe ich nicht. Jetzt hätte ich jetzt hier noch ein bisschen Wildwiese hingesetzt. Ach, machen wir das nächste Mal so. Jetzt wollen wir doch mal gucken, wie sehr das die Karten hat. Das ist jetzt das Letzte, was wir heute tun. Nächste Mal gehen wir dann rüber zum Museum und bauen dort noch 2-3 Häuschen hin. So, was ist denn das? Das Viertel hier. Ist da alles drauf? Ja, da brauchen wir wohl noch eine. Oh, hat sich einiges schon getan. Auch hier. Hier haben wir scheinbar auch lange nicht mehr aktualisiert. Na gut, da drüben ist schon. Müsste jetzt gleich ganz sein. Ja, ist auf jeden Fall jetzt so eine komplett andere Farbe, die da dominiert. Mal so ein bisschen von oben drauf gucken. Ja, guck mal, sieht doch fröhlicher aus zumindest. Wir könnten das jetzt ja wirklich so machen, dass wir unsere Viertel benennen nach dem Bodenbelag. Zumindest jetzt die neueren, die wir machen. Gut. Aufgewertet, würde ich mal so sagen. Ohne groß was gemacht zu haben. Denn viel haben wir jetzt ja nicht verändert. Ein paar Highlights gesetzt, ein bisschen neuen Boden, Kies raus, die Dreckfläche in der Mitte verändert und das war's dann auch schon. Jo. Hier haben wir jetzt das Museum noch. Das wird jetzt. Hier haben wir das Museum natürlich. Das wird jetzt noch nicht angezeigt. Kommt dann nächste Mal hinzu. Ja, gucken wir mal, dass wir nächste Mal ein paar Gebäude hingebaut kriegen. Hier an der Küste möchte ich noch einen hohen Turm haben, von dem man richtig weit gucken kann. Oh. Schade, dass der Turm nicht passt. Naja, wir müssen Ende des Jahres die ganze Karte ein nach da verlegen. Und dann machen wir eine Reihe mehr dran. Hier oben brauchen wir nur bis dort. Hier ist ja eh Grenze. Schlimm wird's nur, wenn wir hier unten weiterbauen. Der Knast ist ja eh schon nur halb drauf. Ah, warten wir ab, was noch so kommt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.